Mit seinen sieblen Daten einfach so rumliegen lassen? Intelligent ist das nicht gerade. Emilio, hör mir zu, in meinem Büro, da liegt dein Handy in der Schublade. Hol's doch raus sofort. Jetzt mach einfach, was ich dir sage, ja? Emilio? Na dann viel Glück. Der Typ ist nicht gerade die hellste Lampe im Laden. Alexa, ihre Menschenkenntnis ist mangelhaft. Siehe Ansgar. Wir müssen uns die nächsten Schritte überlegen. Was für nächste Schritte? Selbst wenn wir das Handy in Sicherheit gebracht haben. Tristan wird weiter nach einem Schuldigen suchen. Und solange sind wir in Gefahr, habe ich recht? Ja, stimmt. Also werde ich jetzt herausfinden, wie er rechtzeitig merken konnte, dass die Stoffe kontaminiert sind. Und dann werde ich ihm einen Schuldigen liefern. Vielleicht sollten Sie mal in Ihrem Laden das Licht anknipsen, das Fotomodell. Na ja, diese Gina. Ja, wir hatten ja schon vermutet, dass sie ins Krankenhaus musste, weil sie die vergifteten Kleider anhatte. Aber ich habe schon mit ihr geredet und nichts rausgefunden. Und genau deswegen werde ich mich jetzt um die Angelegenheit kümmern. Ja, dass er von Lahnstein Cappuccino trinkt. Hundertprozentig. Und es kann doch nie verkehrt sein, ein paar Extrapunkte bei der Geschäftsführung zu sammeln, oder? Und warum sagst du mir das? Mensch, weil ich nett bin. Sicher. Na gut, vielleicht, weil ich dich anbaggern will. Wenigstens bist du jetzt ehrlich. Herr damit. Und du bist trotzdem nicht mein Typ. Okay, das Model ist gestartet. Bitteschön. Was ist das? Ein Cappuccino. Und was soll ich damit? Trinken. Weißt du, ich stehe nicht so auf dieses Kaffee-Milch-Gemisch, aber du kannst mir gerne einen Espresso oder einen schwarzen Kaffee holen. Ach so, ich dachte, ich tue ihn damit an. Was ist das? Das scheint zu funktionieren. Alles in Ordnung? Hast du Asthma oder sowas? Dieses Pflanzenschutzmittel. Von den LCL-Kleidern. Warte mal, das kann gar nicht sein. Wir haben die Kleider alle weggeschmissen. Hier, trink das. Also, ich rufe jetzt einen Arzt. Warte mal, kein Arzt. Sag mal, worauf soll ich denn noch warten, dass die Frau gar keine Luft mehr bekommt? Meine Handtasche, da ist mein Spray drin. Ja. Ganz ruhig. Achtung, Achtung. Tief einatmen. Tief einatmen. Tief einatmen. Besser? Siehst du? Wahrscheinlich hat sie einfach zu wenig gegessen. Sag mal, spinnst du jetzt total? Die Frau wäre fast erstickt. Tristan glaubt dir nicht, zumindest tut er so. Jetzt mach schon, bring ihn auf die richtige Fährte. Vielleicht liegt es auch an der Putzfrau. Ich habe gehört, dass manche Menschen allergisch gegen Putzmittel sind. Oh, Emilio, geht's noch auffällig? Hast du schon mal was von Diskretion gehört? Hast du gehört, ja? Diese Scheißfirma, ich hole mir einen Anwalt und verklag diese Scheißfirma. Ist mir scheißegal, was dabei rauskommt. Was? Was hat sie gesagt? Moment mal, vielleicht war es ja doch das Putzmittel. Wir sollten das ganz auf jeden Fall mal überprüfen. Ich nehme das mal an mich. Emilio, jetzt sag schon, hat's geklappt? Die Maus ist im Loch. Die Maus ist im Loch? Was soll das heißen, die Maus ist im Loch? Das ist ein Sprichwort. Tristan hat's gefressen. Die Maus ist in der Falle. Ist ein Sprichwort. Die Maus ist im Loch. Vergiss es. Gut gemacht. Du siehst schon wieder viel besser aus. Na, wer sagt's denn? Dann bin ich ja nicht der Einzige, der hier zur Audienz gebeten wurde. Sie haben mir nicht gesagt, dass er auch kommt. Vielleicht, weil ich es nicht wusste. Dann habt ihr offensichtlich auch keine Ahnung, was er will. Wir sind vollzählig. Na dann. Tristan, was soll das hier? Ihr bekommt eure Firmenschlüssel zurück. Ihr dürft euch freuen. Was denn? Einfach so? Ich würde sagen, du schuldest uns eine Erklärung. Das mysteriöse Rätsel um die verunreinigten LCL-Modelle wurde gelöst. Ich glaub's ja nicht. Soll das etwa heißen, wir drei waren's doch nicht?
Eine Putzfrau hat anscheinend ein Pestizid mit dem Reinigungsmittel verwechselt. Und so ist das Mittel auf die Kleider gekommen. Bitte? Was soll das denn bitte schön für eine Putzfrau sein? Die Putzfrau hat bereits alle Schuld auf sich genommen. Und das heißt? Dass wir nicht behaftbar sind. Wenn das Model jetzt noch klagen will, dann kann sie gerne versuchen, bei der Putzfrau was zu holen. Schön. Dann ist die Sache jetzt wohl erledigt. Tja, das war's. Vergiss eure Schlüssel nicht. Hast du nicht was vergessen? Ach ja? Ja, ich glaube auch. Stimmt. Komm schon, Tristan. Tut nicht weh. Es tut mir außerordentlich leid, dass ich ausgerechnet euch zu Unrecht verdächtigt habe. Ich weiß nicht so richtig. Irgendwie nehme ich ihm das nicht ab. Ich auch nicht. Aber ich glaube, besser bekommt er das nicht hin. Du kannst gehen. Und viel Glück beim nächsten Mal.